Wir kommen zum achten Gebot und damit der letzte Teil von den 10 Geboten, weil das 9. Gebot ist ja zusammen mit dem 6. Gebot und das 10. haben wir ja letztes Mal gesehen beim 7. Gebot. Heute also noch das 8. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben. Der Katechismus macht da die Einleitung. Wahrheit und Ehre sind ein großes Gut. Gott gab den Menschen die Sprache, damit sie das sagen, was wahr ist. Ja, Gott hat uns die Sprache gegeben, damit wir sagen, was wahr ist. Denn er hasst die Lüge. Gott verdient die höchste Ehre. Er ist unendlich heilig und groß. Er hat die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Darum hat jeder Mensch ein Recht auf Achtung und Ehre. Und dann gibt der Katechismus noch eine Überschrift: Gott schützt Wahrheit und Ehre. Das 8. Gebot betrifft also zwei Dinge. Auf der einen Seite die Wahrheitsliebe und dann das rechte Denken und das rechte Sprechen über den Nächsten als Ebenbild Gottes. Diese zwei Dinge wollen wir uns anschauen. Zunächst die Frage 396. Was will Gott im 8. Gebot? Im 8. Gebot will Gott, dass die Menschen die Wahrheit reden und einander ehren. Also diese zwei Dinge. Zunächst einmal die Wahrheitsliebe. Die Wahrheitsliebe betrifft auch wieder zwei Bereiche, nämlich das Sprechen und das Tun. Wahrheitsliebe in Worten, aber auch Wahrheitsliebe in den Taten. Und hier ist gemeint die Treue, die Zuverlässigkeit, die Einfalt, die Ehrlichkeit. Das 8. Gebot hat auch eine sehr große Bedeutung für die Gesellschaft. Gott hat den Menschen, wie wir ja schon öfters gehört haben, als gesellschaftliches Wesen erschaffen, als Gesellschaftswesen. Der Mensch braucht die Mitmenschen, braucht die Gesellschaft, um seines eigenen Bestehens willen. Wenn wir ganz allein auf einer einsamen Insel wären, wäre das halt schwierig. Und eben, dass der Mensch sich auch entsprechend entwickeln kann. Wenn das 8. Gebot nicht gehalten wird, wenn man dem Menschen nicht mehr vertrauen kann, nicht mehr glauben kann, dann ist die Zusammenarbeit, dann ist das Gemeinschaftsleben unmöglich. Wird erschwert und wird schlussendlich irgendwo unmöglich. Darum ist die Treue, die Zuverlässigkeit mit der Tugend der Wahrheitsliebe verwandt. Treue, das ist das Erfüllen dessen, was man versprochen hat. Auch wenn man es nicht ausdrücklich jetzt versprochen hat, es geht um all die Dinge, die man von uns erwartet oder von uns selbstverständlich auch annimmt, weil wir auch einen gewissen Stand haben. Zum Beispiel, dass eine Mutter sich um ihr Kind kümmert. Das ist hier gemeint. Man kann das in einem kleinen Schema zusammenfassen. Das Erste, was in einem Menschen aufkommt, sind ja die Gedanken. Aus den Gedanken kommen die Worte und aus den Gedanken kommen auch die Taten. Die Wahrheitsliebe, die ist dann folgendermaßen: Wenn die Taten den Worten entsprechen, dann nennt man diese Art der Wahrheitsliebe die Treue oder die Zuverlässigkeit. Also wenn die Taten den Worten entsprechen, dann nennt man das, diese Art Wahrheitsliebe, die Treue oder die Zuverlässigkeit. Wenn die Worte den Gedanken entsprechen, dann ist das die Wahrheitsliebe. Wenn wir wirklich nur das sagen, was unserem Denken entspricht, dann ist das die Wahrheitsliebe. Wahrheitsliebe und Treue gehören zur Tugend der Gerechtigkeit. Das heißt, Wahrheitsliebe und Treue entsprechen einem Recht. Deshalb ist Lügen
und Untreue eine Ungerechtigkeit? Das werden wir bei der letzten Frage vom Katechismus zum achten Gebot sehen. Jede Ungerechtigkeit muss wieder gut gemacht werden, damit sie vergeben werden kann. Also auch die Lüge und die Untreue oder die Unzuverlässigkeit. Lüge und Untreue, Unzuverlässigkeit sind normalerweise lässliche Sünden, außer wenn erschwerende Umstände dazukommen. Das heißt, wenn es um eine wichtige Sache geht oder wenn dadurch ein großer Schaden entsteht. Noch einmal, gerade auch die Lüge. Lüge ist normalerweise lässliche Sünde, auch eine bewusste Lüge. Ich betone das so, weil Kinder da manchmal nicht ganz deutlich sehen. Ja? Dann haben sie mal gelogen, ganz bewusst, ja, und dann meinen sie, dass sie eine schwere Sünde begangen haben und trauen sich nicht mehr zur Heiligen Kommunion, weil die nicht den Unterschied machen zwischen schwerer Sünde und freiwilliger Sünde. Sünde ist ja eigentlich nur insofern Sünde, als sie freiwillig ist, aber eben es muss um etwas Großes gehen, damit es eine schwere Sünde ist. Und das ist beim Lügen normalerweise nicht der Fall, außer wenn es um eine wichtige Sache geht oder ein großer Schaden entsteht. Frage 397. Wer sündigt gegen die Wahrheit? Ich lese den ganzen Artikel zunächst einmal vor und dann gehe ich auf die einzelnen Punkte ein. Gegen die Wahrheit sündigt, wer lügt oder sich verstellt. Wieder diese zwei Seiten. Worte, Taten. Man lügt, wenn man absichtlich die Unwahrheit sagt. Erdichtete Geschichten sind keine Lügen, wenn man sie nicht als Tatsachen erzählt, weil sie nicht täuschen wollen. Und dann wird angeführt in Klammer, Märchen, Fabeln, Romane, das sind natürlich keine Lügen, weil man weiß, dass es einfach Geschichten sind. Die erste Lüge auf Erden kam vom Teufel. Jesus nennt ihn darum Vater der Lüge. Johannes 8, 44. Die Zunge, auf der Heiland in der Heiligen Kommunion ruht, darf nicht durch Lüge befleckt werden. Das ist sicher ein Gedanke, der uns beim achten Gebot oder wenn man die Neigung hat zu lügen oder etwas Schlechtes zu sagen, woran man denken sollte. Lügenhafte Lippen sind dem Herrn ein Greuel, heißt es in Sprüche 12, 22. Und dann sagt der Katechismus noch weiter, ganz zu Recht, nie die Unwahrheit sagen ist stilles Heldentum. Wer seine Zunge zu beherrschen weiß, der ist ein vollkommener Mann. So sagt es der heilige Jakobus in seinem Brief. Man darf nie lügen, auch nicht in der Not, da komme ich noch drauf, oder um andere einen Dienst zu erweisen. Lügen vor Gericht ist besonders schwer sündhaft, man nennt das falsches Zeugnis. Ein Heuchler ist ein Mensch, der sich besser stellt, als er ist, so waren die Pharisäer. Der Heiland nannte sie Schlangenbrut, Natterngezücht, übertünchte Gräber. Das waren nicht gerade Komplimente, die der Heiland hier für die Heuchler hatte. Man unterscheidet Scherzlügen, Notlügen, Dienstlügen und Schadenlügen. Schauen wir uns die einzelnen Dinge an. Das achte Gebot heißt, du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Und das verbietet direkt dem Wortlaut nach, das falsche Zeugnis, also die falsche Aussage vor Gericht. Egal jetzt, ob zum Vorteil oder zum Nachteil des Nächsten oder sich selbst. Es verbietet einfach das falsche Zeugnis geben, also das Lügen vor Gericht. Lügen vor Gericht, dazu gehört dann selbstverständlich auch dazu, vor Vorgesetzten, ist eine Sünde und zwar in mehrfacher Hinsicht. Zunächst einmal eine Sünde gegen den Gehorsam, gegen die gesetzmäßige Obrigkeit oder die Vorgesetzten. Weil die Vorgesetzten haben
ein strengeres Recht noch auf die Wahrheit als eben Leute, die mit einer Sache gar nichts zu tun haben. Die haben dann teilweise gar kein Recht. Das sehen wir später noch. Dann ist Lügen vor Gericht eine Sünde gegen die Wahrheitsliebe, also gegen das achte Gebot, eine Sünde gegen das Allgemeinwohl, weil man hier ein schlechtes Beispiel gibt auch. Und wenn die Aussage unter Eid abgelegt wurde, dann kommt da sogar noch der Meineid dazu und damit ist das auch eine Sünde gegen die Gottesverehrung. Das haben wir beim zweiten Gebot gesehen. Eben der Katechismus sagt hier, Lügen vor Gericht ist besonders schwer sündhaft. Man nennt das falsches Zeugnis. Also Lügen vor Gericht ist sicher eine schwere Sünde, weil da die Verpflichtung, um die Wahrheit zu sagen, stärker ist. Was bedeutet Lügen? Der Katechismus sagt, man lügt, wenn man absichtlich die Unwahrheit sagt. Und daneben erdichtete Geschichten sind also keine Lügen. Das heißt, Lügen bedeutet absichtlich die Unwahrheit sagen, um zu täuschen. Um jemanden zu täuschen. Wer also jemandem etwas sagt, so wie er denkt oder meint, wie er wirklich denkt oder meint, der lügt nicht, auch wenn die Sache selber sich anders verhält. Der Mensch stammt vom Affen ab. Wenn das jemand wirklich meint, ja, und davon überzeugt ist, die Wissenschaft, der Mensch stammt von Affen ab, dann ist das keine Lüge. Ja, das ist ein Irrtum, ja, und eben keine Lüge. Wenn jemand etwas anderes sagt, als er denkt oder meint, dann lügt er, auch wenn die Sache zufällig stimmt, ja? Weil man etwas anderes sagt, als man eigentlich denkt, ja? Als man eigentlich selber meint, was wahr ist. Zum Beispiel, der Zug kommt 7:50, obwohl er weiß, dass nach dem Fahrplan der Zug 7:55 kommt, aber er sagt es absichtlich verkehrt, damit er seinen Zug nicht erwischt. Jetzt kommt aber der Zug zufällig 5 Minuten später und also wirklich 7:50. Dann hat er doch gelogen. Das ist dann doch eine Lüge. Noch einmal, Lüge bedeutet, den Willen haben, die Unwahrheit zu sagen, mit der Absicht, den anderen zu täuschen. Darum noch einmal, jetzt, was sind keine Lügen? Also irgendwelche Geschichten, die man erzählt, wo der andere auch weiß, dass es Geschichten sind, Fabeln, Gleichnisse, auch Theaterspielen. Das, was da gesagt wird, manchmal haben Kinder da Scheu, Theater zu spielen. Ja, wenn ich das sage, das meine ich ja gar nicht so. Ist das dann nicht eine Lüge? Nein, Theaterspielen ist eben keine Lüge, sondern Theaterspielen. Das weiß ja jeder, dass es eben Theater ist. Genauso im Gespräch oder in der Unterhaltung Übertreibungen, die normalerweise jeder durchschaut. Das sind keine Lügen. Auch dann nicht, wenn der ein oder andere es wirklich glaubt. Das sind zum Beispiel dann Aprilscherz. Das sind keine Lügen. Also auch wenn da in der Zeitung irgendein Artikel drin steht am 1. April und der ein oder andere, der merkt sofort, ja, das ist ein Aprilscherz und der ein oder andere, der fällt halt drauf rein. Das sind keine Lügen. Das ist eben ein Scherz. Ja. Wichtig, Höflichkeits- und Umgangsformeln sind keine Lüge. Sehr geehrter Herr so und so, obwohl man den gar nicht ausstehen kann und gar nicht ehrt. Ja? Das ist keine Lüge. Ja? Sie sehen heute aber blendend aus. Ja? Auch das ist nicht unbedingt eine Lüge, auch wenn es nicht wahr ist. Ja? Das Essen war ausgezeichnet. Ja? Ich habe gut geschlafen.
Das sind Höflichkeitsformen, ja. Das sind keine Lügen, auch wenn es mit dem Sachverhalt nicht übereinkommt. Das sind Höflichkeitsformen. Höflichkeitsformen sind sehr, sehr wichtig, denn wenn man immer sagen würde, was man denkt, wie es wirklich ist, das würde das Leben sehr unangenehm machen, ja, und auch unmöglich machen und würde auch unnötigerweise Zwistigkeiten unter die Menschen bringen. Das ist nicht nötig. Deswegen gibt es die Höflichkeitsformen, die Umgangsformeln. Dazu gehört auch, wenn man irgendwo anruft und die Sekretärin sagt, der Chef ist nicht da. Das ist keine Lüge, auch wenn der nebendran sitzt. Das ist keine Lüge. Ja. Der Chef ist nicht da, um Ihnen zur Rede zu stehen. Ja, das ist damit gemeint. Auch wenn jemand aufdringlich ist oder nicht jetzt wirklich den Anspruch hat, lästig ist, ich habe keine Zeit. Das bedeutet, ich habe keine Zeit für Sie und ich will mir die Zeit jetzt für Sie nicht nehmen. Das sind Höflichkeitsformen, die keine Lügen sind. Hier werden oft Sachen gebeichtet, ja, die eigentlich keine Lügen sind. Oder zum Bettler zu sagen, ich habe nichts, obwohl man seine Geldbeutel in der Tasche hat und gerade von der Bank kommt. Ich habe nichts, um Ihnen zu geben. Das heißt, ich will Ihnen nichts geben. Oder wenn man dumme Fragen bekommt, das weiß ich nicht. Das darf man sagen. Ja. Ich habe dieses Wissen nicht, um es Ihnen mitzuteilen, bedeutet das. Das sind Höflichkeitsformen, um jemand auf höfliche Weise klarzumachen, dass man eben nichts geben will oder dass jemand mit einer Sache nichts zu tun hat. Auch ausweichende Antworten sind keine Lügen. Wenn jemand mich etwas fragt und ich sage, das geht mich nichts an. Oder da habe ich nichts mit zu tun. Doppeldeutige Antworten und Ausdrücke, die durch den Sprecher anders gemeint sind, als der Hörer sie begreift, sind auch keine Lügen. Unter Voraussetzung, wenn der Hörer den gemeinten Sinn begreifen oder vermuten kann. Wenn ich jemandem etwas sage, was er unmöglich verstehen kann, eine Doppeldeutigkeit, dann wird es zur Lüge. Ja. Aber wenn er es an sich verstehen kann, merken kann, dass das eine Doppeldeutigkeit ist, dann ist es an sich keine Lüge. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, um sich aus unangenehmen Situationen rauszureden. Ja. Das darf man, insofern derjenige, der fragt oder etwas wissen will, mit der Sache nichts zu tun hat und kein Recht hat, die Sache zu erfahren. Also bei unberechtigter Neugierde. Wenn natürlich der Chef fragt, wo haben Sie das Dossier gelassen an seine Sekretärin? Oh, das weiß ich nicht. Und dabei hat sie es gestern durch den Schredder laufen lassen, dann ist das eigentlich gelogen. Ja, dann ist das gelogen, denn sie weiß es wohl und der Chef hat das Recht, das zu wissen. Ja, da wird es dann kritisch. Monsignore Potters, den ich ja im Holländischen dazu Rate gezogen hat, der sagt, Zitat: An diesen Beispielen sieht man, dass viele einfache Menschen viele Ausdrücke zu Unrecht als Lüge betrachten. Er führt nämlich die ganzen Beispiele oder die meisten der Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, führt er auf. Das sind eben keine Lügen. Trotzdem sollen wir uns das nicht zu eigen machen und nicht zur zweiten Natur machen, so immer zu schlängeln. Der Katechismus sagt nicht umsonst, die erste Lüge auf Erden kam vom Teufel. Jesus nennt ihn darum den Vater der Lüge. Und wir sollen eben keine Kinder des Teufels sein durch die Lüge, sondern eben Kinder Gottes und damit Kinder der Wahrheit.
Der Katechismus nennt dann Scherzlügen, zum Scherz etwas Unwahres sagen, was der andere aber begreifen kann, ist keine Sünde. Ja. Also wie ein Hausmeister in einer Schule, der einen Jungen, der eine Freistunde hat, am 1. April in die Apotheke schickt und zu ihm sagt, hol mir ein Päckchen Ovidum. Ja, der ging also das Päckchen Ovidum holen. Ovidum. Also das ist ein Scherz, den darf man sich erlauben. Und sicher am 1. April. Notlügen, das ist ein ganz anderer Fall. Also das, was man normalerweise als Notlüge bezeichnet. Das heißt, Lügen zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil für andere. Auch das sind Lügen. Und das darf man nicht. Man darf keine Notlügen gebrauchen, auch nicht, um den größten Schaden zu vermeiden. Denn Lügen ist Sünde. Da komme ich noch gleich drauf zurück. Der Katechismus nennt auch Dienstlügen. Ich kenne den Ausdruck eigentlich nicht, Dienstlügen, aber ich denke, dass das gemeint ist, was ich vorher genannt habe. Der Chef ist nicht da. Ja. Das sind Art Dienstlügen, aber das sind eben Höflichkeitsformen, um zu sagen, der hat jetzt keine Zeit für Sie. Ja. Und dann die Schadenlüge. Das heißt, eine Lüge wirklich um zu schaden, entweder materiell oder geistig. Man darf nie lügen. Lügen ist immer Sünde. Auch wenn man dadurch einen Unschuldigen vor dem Tode retten könnte, dann darf man nicht lügen. Ja? Warum? Weil die Lüge in sich schlecht ist. Ja? Und etwas, was in sich schlecht ist, kann auch durch Umstände nicht gut werden. Ja? Und deswegen, der Zweck, wie es so schön heißt, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Man darf nicht lügen. Johannes 3,33, sagt der Heiland selber, glaube ich, Gott ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Wir sind Kinder Gottes und eben deswegen, wir sollen Kinder der Wahrheit sein. Und Johannes 8,44, der Teufel ist der Vater der Lüge, wie wir schon gehört haben. Gegenüber Personen, die ein Recht haben, die Wahrheit zu kennen, darf man auch keine zweideutigen Ausdrücke gebrauchen. Noch einmal, Lügen ist eine schwere Sünde, wenn dadurch jemand schwer benachteiligt wird. Dann ist Lügen eine schwere Sünde. Im Buch der Weisheit, 1. Kapitel, 11. Vers, da heißt es, der Mund, der lügt, tötet die Seele. Der Mund, der lügt, tötet die Seele. Soweit, was das Lügen betrifft, das ist eben dieses Lügen mit Worten. Dann besteht aber auch eben dieses Lügen in Taten. Das ist die Heuchelei. Der Heuchler ist ein Mensch, der sich besser stellt, als er ist. So waren die Pharisäer. Der Heiland nennt sie Schlangenbrut, Natterngezücht und übertünchte Gräber. Noch einmal. Heuchelei bedeutet sich besser zeigen, als man ist, mit der Absicht, andere zu täuschen. Auch hier wieder eben die Täuschung und darum Lüge. Das war zum Beispiel der Verräterkuss des Judas. Das war eine Heuchelei, eine Lüge. Er hat das Zeichen der Freundschaft benutzt zum Verrat. Heuchelei bedeutet also etwas vorgeben, was nicht vorhanden ist. Und ist eben ein Lügen in der Tat oder ein Lügen im Benehmen. Wir kommen zum zweiten Punkt des achten Gebotes. Nachdem wir die
Seite der Wahrheitsliebe gesehen haben, kommen wir jetzt auf die Liebe zur Ehre oder die Ehre des Nächsten. Jeder Mensch hat das Recht auf einen guten Namen. Das heißt, dass andere gut von uns denken und sprechen. Das ist jetzt wirklich mal ein Menschenrecht. Ja. Und warum haben wir dieses Recht? Weil wir Abbilder Gottes sind. Das heißt, wir haben nicht das Recht, ohne entsprechenden Grund über andere schlecht zu denken oder zu reden. Frage 398. Wann sündigt man gegen die Ehre des Nächsten? Man sündigt gegen die Ehre des Nächsten erstens durch falschen Argwohn und freventliches Urteil. Zweitens durch Klatschsucht, Ehrabschneidung und Verleumdung. Auch hier wieder diese verschiedenen Dinge wollen wir uns anschauen. Zunächst einmal falscher Argwohn. Was ist falscher Argwohn? Der Katechismus erklärt, falschen Argwohn hat, wer von einem anderen ohne Grund Böses vermutet. Argwöhnen, das bedeutet arges Wähnen. Ja, man wähnt Arges, man vermutet Schlimmes. Ja, das ist eigentlich Argwöhnen, ohne einen entsprechenden Grund dazu zu haben. Wenn man Grund hat, dann darf man auch Schlimmes vermuten. Ja, das schon. Aber hier geht es eben darum, dass sehr oft geargwöhnt wird ohne Grund. Das ist bei uns oft eine Gewohnheit des Denkens. Vor allen Dingen dann, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn wir etwas nicht gleich begreifen, ja, warum macht er jetzt das? Oder weil wir, was sehr oft vorkommt, gegen eine Person eine Abneigung haben. Wenn wir gegen eine Person eine Abneigung haben, dann ist man schnell bereit, sein Tun und Handeln eben schlecht auszulegen. Und da muss man sich sehr davor hüten. Auch bei den Leuten, die uns vielleicht mal was Böses getan haben, ja, darf man nicht leichtfertig argwöhnen. Auch hier nicht. Als Christen sollten wir uns angewöhnen, über andere gut oder wie man heute so schön sagt, positiv zu denken. Gut zu denken und zu reden, auch wenn es im ersten Augenblick negativ aussieht. Erzähle gerne ein Beispiel in dieser Hinsicht. Ich habe es mal erlebt und ich war selber erstaunt darüber. Einer unserer Bischöfe in einer Kapelle im Saal und er begrüßt so einer nach dem anderen und bei der letzten Frau dreht er sich um. Begrüßt sie nicht. Die war ganz erstaunt und die hat ihm das sehr übel genommen. Ja? Und ich habe auch, ups, was ist da los? Und später im Auto habe ich ihn zum Bahnhof gebracht oder weggebracht und habe ihm das erzählt. Also, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Hat das überhaupt nicht absichtlich getan oder irgendwie. Er war irgendwie in Gedanken und dreht sich rum, obwohl gerade noch die eine Frau da stand und ihn gerade begrüßen wollte. Also es gibt so Sachen, wo man, was ist jetzt? Und dann hat man doch die Neigung eben zu argwöhnen. Das sollten wir uns, soweit das irgendwie geht, wirklich abgewöhnen. Wir sollten auch Sachen, die wir vielleicht nicht gleich verstehen, normalerweise wohlwollend auslegen. Dazu sind wir verpflichtet. Genauso gut, wie wir selber wünschen, wenn wir irgendetwas tun, was vielleicht nicht gleich so einsichtig ist oder das andere vielleicht nervt, dass das uns doch zum Guten ausgelegt wird. Der heilige Ignatius von Loyola in seinem Exerzitienbüchlein, und zwar noch vor dem allerersten Punkt, also bei der Einleitung, schreibt: Damit sowohl der, der die geistlichen Übungen gibt, wie der, der sie empfängt, einander jeweils mehr helfen und fördern,
haben sie vorauszusetzen, dass jeder gute Christ mehr bereit sein muss, eine Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verdammen. Herr Pater, das haben Sie in der Predigt wegen mir gesagt. Das kann schon sein. Ja. Vielleicht habe ich genau Sie gemeint. Manchmal sagt man etwas und es trifft genau auf eine Person zu, ohne dass man jetzt diese Person, diese einzelne Person speziell gemeint hat. Und das meint der heilige Ignatius hier. Als Christ muss man mehr bereit sein, eine Aussage des Nächsten zu retten, als sie zu verdammen. Und dann geht er noch weiter. Vermag er sie aber nicht zu retten, so forsche er nach, wie jener sie versteht. Dann soll man halt nachfragen, wie hast du das gemeint? Und wenn er sie übel versteht, so verbessere er ihn mit Liebe. Genügt dies aber nicht, so suche er alle passenden Mittel, dass jener sie richtig verstehend sich rette. Der heilige Ignatius ist nämlich für sein Exerzitienbuchlein sehr angegriffen worden und wurde sogar bei der Inquisition angezeigt, weil man Dinge, die er geschrieben hat, da zum Üblen ausgelegt hat. Und deswegen schreibt er diese Einleitung. Die Inquisition hat aber nichts Schlechtes drin gefunden. Freventliches Urteil. Vorhin haben wir freventlichen oder falschen Argwohn, jetzt freventliches Urteil. Freventliches Urteil fällt, wer über andere ohne Grund schlecht urteilt. Der Argwohn ist ein Vermuten, ja? Ein nicht so recht Wissen. Was will der? Sicher was Schlechtes. Das Urteil ist wirklich ein Urteil. Man geht schon einen Schritt weiter. Der ist so und so. Ja. Der hat. Mein Geldbeutel ist weg. Der hat ihn gestohlen. Ganz sicher. Das kann gar kein anderer sein. Das muss der sein. Ja. Obwohl man keinen Grund hat, das anzunehmen. Freventliches Urteil. Die Klatschsucht und Ohrenbläserei, sagt der Katechismus, ist ein weit verbreitetes Übel. Sie stiftet viel Unfrieden unter den Menschen und verhindert manche gute Tat. Die Klatschsucht, reden über andere, der hat, die hat, hast du schon gehört. Der ist es ja gar nicht wert, dass man ihm hilft. Solche Sachen. Die Klatschsucht ist eigentlich ein Auswuchs der Neugierde oder der Wichtigtuerei. Immer auf dem neuesten Stand der Geschehnisse sein müssen. Davon lebt das Internet und die Foren, ja, auf dem Internet. Ja. Jeder meint, dass er seinen Senf zu jedem Thema dazugeben muss. Reine Klatschsucht. Die gar nichts bringt, nichts bedeutet, eben ein nur sich wichtig tun. Die Ohrenbläserei, was bedeutet das? Hans erzählt dem Fritz, was Karl über den Fritz gesagt hat. Also drei Leute, der eine erzählt dem anderen über den dritten. Und der es gehört hat, geht zum Dritten hin und sagt, der hat das über dich erzählt. Das kann gut gemeint sein und gut sein, wenn es um eine wichtige Sache geht oder wenn es um Sachen geht, die man wirklich korrigieren kann. Das ist aber sehr schlecht, ja, wenn dadurch das Vertrauen gebrochen wird. Und das ist eben genau hier sehr oft der Fall. Das nennt man eben Ohrenbläserei. Und daran sind schon viele Freundschaften zerbrochen, vor allen Dingen, wenn es um irgendwelche Vertraulichkeiten oder Geheimnisse geht. Im Buch Jesus Sirach, in der Heiligen Schrift, im 28. Kapitel, da heißt es, verflucht den Ohrenbläser und den Doppelzüngigen, denn viele, die im Frieden lebten, haben sie zugrunde gerichtet. Die dritte Zunge,
brachte viele schon ins Wanken, trieb sie von Volk zu Volk, zerstörte feste Städte und riss der großen Häuser ein. Die dritte Zunge trieb schon treffliche Frauen fort und beraubte sie der Früchte ihrer Arbeit. Wer auf sie hört, findet keine Ruhe und kann nicht in Frieden wohnen. Der Geißelhieb bewirkt nur Striemen, der Zungenhieb zerschmettert Knochen. Durch des Schwertes Schneide sind schon viele gefallen, doch noch mehr fielen durch die Zunge. Also sehr deutlich hier und gerade in diesem Sinne, eben, wenn da schwere Folgen sind, ist das auch schwere Sünde, diese Dinge. Nächster Punkt, Ehrabschneidung. Ehrabschneidung begeht, wer von einem anderen ohne Grund Fehler ausbringt, die jener wirklich begangen hat. Man darf, so sagt der Katechismus weiter, die Fehler eines anderen weitersagen, wenn es dazu hilft, ihn zu bessern oder andere vor Schaden zu bewahren. Und sonst eben nicht. Die Ehrabschneidung ist eine der meistgebeichteten Sünden. Ich habe schlecht über andere geredet. Das ist damit gemeint. Schlecht über andere reden ohne Grund ist Ehrabschneidung. Ja, aber es ist doch wahr. Ja, eben solange es wahr ist, ist Ehrabschneidung. Wenn es nicht wahr ist, dann ist es Verleumdung. Noch schlimmer. Manche meinen tatsächlich, dass sie das Schlechte von anderen weitererzählen dürfen, nur weil es wahr ist. Das ist ein Irrtum, das darf man nicht. Man darf das nicht ohne Grund. Solange eine schlechte Sache nicht bekannt ist, hat man das Recht, dass darüber geschwiegen wird. Das Recht nämlich auf den guten Namen. Und das ist ein Recht, das heutzutage mit Füßen getreten wird, vor allen Dingen durch die Medien. Sobald irgendwas läuft, dann muss es gleich jeder wissen, weil man ja das Recht auf die Wahrheit hat. Ja? Nein, dieses Recht zu wissen, was andere Schlechtes getan haben, hat man nicht. Sondern man hat die Pflicht, den guten Namen des anderen zu wahren. Also dieses Recht gibt es nicht. Wenn die schlechten Taten eines Menschen allgemein bekannt sind, zum Beispiel durch ein Gerichtsurteil, dann ist es keine Sünde mehr, darüber zu sprechen. Ist etwas bekannt, weil es öffentlich geschah oder weil das Gerücht schon allgemein verbreitet ist, dann kann das Sprechen darüber noch immer eine Sünde gegen die Nächstenliebe sein. Zum Beispiel, wenn man dann darüber spricht, aus Schadenfreude oder aus Rachsucht oder einfach um den Nächsten zu verletzen oder um sich wichtig zu machen. Dann sind diese Dinge trotzdem noch eine Sünde gegen die Nächstenliebe. Es ist also gar nicht so einfach, einen Grund zu finden, um schlechte Dinge von anderen weiterzuerzählen. Da musste man eigentlich gut drüber nachdenken, welchen Grund habe ich, ja, um das oder dies jetzt zu sagen. Das gilt auch, was Verstorbene betrifft und da vielleicht erst recht. Gibt ja den Grundsatz, über Verstorbene erzählt man nur Gutes. Und am liebsten über Lebende auch. Ehrabschneidung noch einmal, die Fehler anderer weitererzählen ohne Grund. Was sind eventuell die entsprechenden Gründe, dass man Negatives oder Fehler, Sünden von anderen erzählen darf? Zunächst einmal, erstens, das Wohl der betreffenden Person selber, ja, der etwas Schlechtes getan hat. Zum Beispiel geheime Sünden von Kindern und Jugendlichen den Eltern bekannt machen. Das darf man.
weil die Eltern eben die Pflicht zur Erziehung haben und das Recht zu wissen, was ihre Kinder tun. So hat zum Beispiel Josef von Ägypten, das wird ausdrücklich im Katechismus erwähnt, Josef von Ägypten musste seinem Vater die böse Tat seiner Brüder mitteilen. So können Kinder die Pflicht haben, das Böse ihrer Geschwister oder Kameraden ihren Eltern zu sagen. Also wenn es das Wohl der betreffenden Person selber erfordert. Ja. Weil man merkt, wenn der so weitermacht, dann kommt er in die allergrößten Schwierigkeiten. Und dann ist es gut, wenn man das eben an der betreffenden Stelle offenbart. Grund kann auch sein, unser eigenes Wohl. Wenn jemand über uns lästert, ja, also lästert, Lästerung, ich komme da noch drauf, verleumd, im Sinne von Verleumdung, dann darf man wahre, geheime Sünden desjenigen, der lästert, also mich verleumdet, bekannt machen, um seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Also wenn jemand über mich wirklich Verleumdungen rumstreut, ich kenne aber Sünden oder Fehler von ihm, wirkliche Fehler, dann darf ich die verbreiten, um seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Weil er hat nicht das Recht oder gar nicht das Recht, falsche Dinge über mich zu erzählen. Aber aufpassen. Ja. Auch hier kann man sich sehr schnell irren und verfehlen. Auch hier kann man sehr schnell schlecht denken über andere und deswegen Dinge sagen. Ein Grund kann auch sein, das Wohl von anderen. Es wäre besser, wenn du mit dem Mann nichts zu tun hättest. Wenn das wirklich um die Sorge geht, der entsprechende Person, weil der hat schon das und das. Das darf man, wenn das einen Grund hat. Ja, wenn man wirklich da für das Wohl anderer sorgen will. Nicht, weil man sich wichtig machen will. Ich bin deine große Freundin und pass auf, mit dem darfst du nicht, weil ich möchte den haben. Ja, das geht natürlich nicht. Oder wenn das Allgemeinwohl betroffen ist. Das heißt, man darf die schlechten Eigenschaften, Sünden, Fehler, Nachlässigkeit von Feinden des Staates und der Kirche offenbar machen. Dieses Recht hat man, weil es hier um ein öffentliches und ein allgemeines Gut geht. Noch einmal, um Schlechtes von anderen weiterzuerzählen, oder eben an der entsprechenden Stelle zu erzählen, besser gesagt, das darf man nur ohne Sünde, wenn man einen entsprechenden Grund hat. Und dieser Grund muss dem entsprechen, was ich erzähle. Nur weil ich einen kleinen Grund habe, dann darf ich da keine großartigen, den völlig zur Schnecke machen, ja, so ungefähr, nur weil ich einen kleinen Grund habe. Das muss sich entsprechen. Sie sehen, der Katechismus geht vom Kleineren zum Größeren und kommt dann zum schwersten Fehler, jetzt was das Sprechen über andere betrifft, nämlich die Verleumdung. Verleumdung, sagt der Katechismus, ist es, von einem anderen Fehler zu behaupten, die er nicht hat, die er nicht begangen hat. Der Schaden einer Verleumdung kann groß sein. Es ist schwer, ihn wieder gut zu machen. Mit anderen Worten, Falsches weitererzählen. Deswegen sollte man über alles schweigen und ganz sicher schweigen, wenn man nicht sicher weiß, ob es wahr ist. Denn sonst macht man sich nicht nur zum Ehrabschneider, sondern zum Verleumder. Wenn das, was man von anderen gehört hat, vielleicht gar nicht stimmt. Deswegen sollte man in diesen Dingen sehr vorsichtig sein. Dazu gehört auch, das wahre Schlechte von anderen zu vergrößern oder das Gute, das sie getan haben, zu verkleinern. Auch das ist Verleumdung.
Die giftigste Verleumdung, das ist die mit dem Mantel der Güte und Frömmigkeit. Ich will ja nichts sagen, aber. Das ist so ein guter Kerl, aber. Wo man sich selber eigentlich schön vortut, um dann schlecht über andere zu reden. Sind Ehrabschneidung und Verleumdung schwere Sünden? Ja, wenn es um schwerwiegende Dinge geht oder schweren Schaden verursacht. Dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand über einen anderen eigentlich sehr gut dachte und man ihm ohne Grund oder ohne genügenden Grund Sachen erzählt, wodurch dieser eine Abneigung von ihm bekommt. Dann kann das schon eine schwere Sünde sein. Dabei muss man beachten oder zählt zum Beispiel, ob das Schlechte, das man erzählt, allgemein als ein großes oder ein kleines Vergehen beurteilt wird. Ja. Steuerhinterziehung. Oder dass jemand stockbetrunken war. Ja. Über jemanden anders weitererzählen. Dazu gehört auch oder muss man Rechnung halten, wer es sagt. Wenn mir irgendein Schwätzer etwas erzählt hat oder eben jemand anders mit dem großen Ansehen. Darum müssen Leute, die ein großes Ansehen haben, sehr aufpassen, was sie sagen, weil ihre Worte mehr wiegen. Das ist schwerer zu beurteilen. Wer also höher steht, muss auf seine Worte umso mehr achten. Und dann natürlich, über wen gesprochen wird. Wenn ich über den allgemeinen Dorfsäufer erzähle, der lag gestern wieder im Graben, ja gut, das ist so eine allgemeine Sache, das ist jetzt nicht unbedingt eine große, schwere Sünde, aber man muss es ja nicht unbedingt immer weiter erzählen. Ja. Oft verlieren Leute mit dem guten Namen aber auch andere Güter. Wie viele sind durch die Ehrabschneidung zum Beispiel schon um eine gute Stelle gekommen. Einfach, weil sie da rausgeschmissen wurde oder so lang, bis sie selber gegangen sind. Wie häufig gibt es gerade heutzutage die Ehrabschneidung und die Verleumdung gegen die Kirche? Und da sollten wir, soweit das uns möglich ist, dagegen einschreiten. Zusammenfassend, der heilige Ignatius von Loyola, der spricht nochmal im Exerzitienbüchlein, und zwar, wo er über die Gewissenserforschung spricht. Das wird normalerweise in den fünftägigen Exerzitien nicht behandelt, das muss man extra lesen. Da sagt er über das Wort, also über das Reden: Nichts sagen, was verleumdet oder ins Gerede bringt, denn wenn ich eine Todsünde aufdecke, die nicht öffentlich bekannt ist, sündige ich tödlich. Mit anderen Worten, eine Todsünde bekannt machen, die nicht bekannt ist, dadurch begeht man eine Todsünde. Eine schwere Sünde. Wenn ich eine lässliche aufdecke, lässlich, wenn einen Fehler, zeige ich meinen eigenen Fehler. Ist die Absicht gut, so kann man auf zwei Arten über die Sünde oder die Verfehlung eines anderen reden. Erstens, wenn die Sünde eine öffentliche ist, etwa über eine öffentliche Dirne oder über einen richterlichen Urteilsspruch, oder über einen öffentlichen Irrtum, der die Seelen ansteckt, mit denen man umgeht. Zweitens, wenn eine verborgene Sünde jemandem aufgedeckt wird, damit dieser dem Gefallenen helfe und ihn aufrichte. Also, was wir vorhin gesehen haben, das Wohl dessen, von dem ich das Schlechte erzähle. Vorausgesetzt, dass man Vermutungen oder gute Gründe hat, anzunehmen, er werde ihm behilflich sein können. Also man darf es nicht jedem erzählen. Man muss voraussetzen können, dass der andere demjenigen helfen kann.
Ist es eine Sünde, Ehrabschneidung und Verleumdung anzuhören? Ja. Wenn man jemanden dazu ermutigt, zum Beispiel durch Fragen, um schlecht über andere zu reden, zur Ehrabschneidung oder zur Verleumdung, dann sündigt man selber genauso wie der Ehrabschneider oder der Verleumder. Das ist dieselbe Sünde. Wenn man am Erzählten Gefallen findet, sündigt man gegen die Liebe. Wer Ehrabschneidung oder Verleumdung nicht hindert, obwohl er es könnte, auch der sündigt gegen die Nächstenliebe. Wer aus Furcht oder Scham dies nachlässt, ist je nachdem schwer oder lässlich sündhaft, je nach der Pflicht, die man hätte, das zu verhindern. Also es gibt manchmal die Pflicht, dass man, wenn irgendwas gesagt wird, einschreiten muss. Weil man ein Oberer ist zum Beispiel und die anderen schlecht reden hört. Ein Oberer muss dann einschreiten. Wenn er das nicht tut, je nachdem, worum es geht, dann kann es schwer oder lässlich sündhaft sein. Wenn man nicht verpflichtet ist, Ehrabschneidung oder Verleumdung zu hindern, oder wenn man weiß, dass das nichts nützt oder im Gegenteil, dann wird es noch schlimmer, dann bringt man das Gespräch besser auf ein anderes Thema. Das ist das, was ich Ihnen allgemein anrate, wenn man über andere redet. Zum Schluss die letzte Frage vom Katechismus zum achten Gebot, die Frage 399. Was muss der tun, der dem Nächsten an der Ehre geschadet hat? Wer dem Nächsten an der Ehre geschadet hat, muss den Schaden nach Möglichkeit wieder gut machen. Verleumdung muss er widerrufen. Das heißt, wenn man etwas erzählt hat über einen anderen und hinterher hört, das stimmt gar nicht, dann muss man das widerrufen. Dann muss man das bei den entsprechenden Personen, die das gehört haben, wieder gut machen. Das ist nicht einfach. Ich meine, es war beim heiligen Philipp Neri, bin aber nicht ganz sicher. Habe ich vielleicht auch bei anderer Gelegenheit schon einmal erwähnt. Da kam eben eine Frau beichten, dass sie Ehrabschneidung gegen die da gesündigt hat, also schlecht über andere gesprochen hat. Damals war es üblich, dass man die Buße zuerst einmal verrichtet und dann zurückkommt, um die Absolution sich geben zu lassen. Und Philipp Neri gab ihr eine Buße auf. Und wenn sie diese Buße verrichtet hat, soll sie den nächsten Tag kommen, dann bekommt sie den zweiten Teil der Buße, weil sie zwei Bußen aufbekommt. Und zwar hat er ihr gesagt, zur Buße gegen ihre Eitelkeit gehen sie durch die Stadt und rupfen ein Huhn, bis es gerupft ist. Und dann kommen sie wieder. Die Frau hat das getan. Und jetzt kriegen sie den zweiten Teil der Buße. Jetzt gehen sie in die Stadt und sammeln alle Federn wieder auf. Herr Pater, das geht nicht. Die sind schon, was weiß ich wo, die hat der Wind Genau. So geht es mit dem Schlechtreden über andere. Wie will man seine Worte, die man einmal gesprochen hat, wieder einfangen? Und das ist eben auch das, was die Medien machen. Es bleibt immer etwas hängen, gerade bei den Verleumdungen. Ehre und guter Name, sagt der Katechismus noch zur Erklärung, sind ein großes Gut. Ein guter Name ist mehr wert als Eigentum. Sprüche 22,1. Ein guter Name ist viel wert. Nimm darum deine Zunge in Acht. Wenn du willst, dass man dich ehrt, dann ehre auch deine Mitmenschen. Die Menschen blicken auf das Äußere, der Herr aber schaut auf das Herz. Wir sehen oft eben nur das Äußere und wir sollen uns nicht verleiten lassen, nach dem Äußeren zu urteilen. In das achte Gebot gehört auch die Bewahrung von Geheimnissen. Das gehört hierzu, darauf gehe ich aber jetzt nicht weiter ein, weil das ist an sich selbstverständlich. Es gibt Dinge, welche man überhaupt nicht weitersagen darf. Es gibt Familiengeheimnisse.
es ist nicht recht, dass man die Dinge, gerade auch die negativen Sachen aus der eigenen Familie, weitererzählt. Auch nicht den guten Freunden und Freundinnen. Man darf eine Vertrauensperson haben, der man alles erzählt. Diese Vertrauensperson muss aber wirklich zu vertrauen sein. Das heißt, man weiß, die erzählt es nicht weiter, diese Person. Einfach um mal sein Herz auszuschütten, das darf man. Es gibt Familiengeheimnisse, es gibt das Briefgeheimnis. Normalerweise das Briefgeheimnis schänden ist eine schwere Sünde. Es gibt die Berufsgeheimnisse, Ärzte oder Anwälte und so weiter. Ganz besonders für Priester, Ärzte, Richter, Beamte, Soldaten und so weiter. Das strengste aller Geheimnisse ist das Beichtgeheimnis. Es darf unter keinen Umständen preisgegeben werden. Deswegen, wenn mich jemand nach der Beichte von einem anderen fragt, kann ich dem erzählen, was ich will. Ich lüge nie. Weil ich nichts aus der Beichte verraten darf. Und das weiß jeder. Das ist das strengste Geheimnis. Das ist so ein strenges Geheimnis, dass nicht einmal der Papst von der Geheimhaltung entbinden kann. Wenn gewisse Regierungen heutzutage fordern, wenn Kindesmissbrauch gebeichtet wird, dann müssen die Priester das anzeigen, dann geht das nicht, ja, weil man unter dem Beichtgeheimnis steht. Hier fordert ein Staat, dass Priester das Beichtgeheimnis schänden. Diese Forderung ist nicht rechtens und auf diese Forderung kann man nicht eingehen. Das ist eben die Beichte, das ist das Beichtgeheimnis. Für dieses Beichtgeheimnis sind schon manche in den Tod gegangen, eben zum Beispiel der heilige Johannes Nepomuk, der ja der bekannteste ist. Soweit zu den 10 Geboten. Nächstes Mal fangen wir an zu sprechen über die Gebote der Kirche.